1945 leben 14 Millionen Deutsche östlich von Oder und Neiße. Seit Jahrhunderten tief im Land verwurzelt. Vom Süden Böhmens bis an die Dünen der Ostsee. Dann geht diese Welt verloren. Es beginnt in Ostpreußen. Anfang Januar 1945 steht die Rote Armee hier schon an den Grenzen des Reiches. An Evakuierung darf keiner denken. Es war ja damals noch alles auf den Endsieg programmiert. Jedenfalls waren das die offiziellen Parolen der Partei. Und das hätte also, wenn man die Zivilbevölkerung evakuiert hätte, wäre das ja ein Beweis gewesen, dass man an den Endsieg nicht mehr glaubt. Schon im Herbst 1944 hatten die Ostpreußen die ersten deutschen Flüchtlinge gesehen, aus dem Memelland. Vorboten des großen Sturms. Doch viele verschließen die Augen. Jeder hat sich immer an seinem Haus und seinem Vermögen oder seinem Grundstück oder sonst was geklammert und wollte es einfach nicht wahrhaben, dass die Gefahr ist. Hitler in Berlin, weit weg von der Front. Im Osten kann ich noch Raum verlieren, sagt er zu Vertrauten. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er gestern seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt. Dass sich jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Opfer für ein Reich, das längst verloren ist. Der Tyrann will die Deutschen mit sich in den Abgrund reißen. Januar 1945. Großangriff der Roten Armee im Osten. Lange erwartet. Hitler hatte die Warnungen seiner Militärs verspottet als größten Bluff seit Genghis Khan. Jetzt stoßen sowjetische Truppen auf breiter Front vor. Deutschlands Osten ist dem Untergang geweiht. Ostpreußen wird verloren gehen. Ebenso der größte Teil Pommerns. Ganz Schlesien. Und am Ende auch die deutschen Siedlungsgebiete im Sudetenland. Ein ganzes Volk verliert seine Heimat. In Ostpreußen ist niemand vorbereitet. Allzu viele glauben den Parolen der Partei. Vorbereitungen zur Flucht werden streng bestraft. Das ging ja wirklich Schlag auf Schlag nach. Gestern noch wurde allen erzählt, wie herrlich und wundervoll es sein würde, wenn wir den Krieg gewinnen. Und 24 Stunden später musste ich denen verkünden, also Kinder, wir müssen alle hier raus. Und das war natürlich ein Chaos, was entstand aus Verzweiflung und Trauer und Hoffnungslosigkeit. Viele müssen zu Fuß aufbrechen. Oder packen hastig Hab und Gut auf Fuhrwerke. Keine Zeit zum Abschied nehmen. Alles im Stich zu lassen und keine Chance mehr haben, das wiederzukriegen. Ich meine, einige haben ein bisschen was gekriegt, aber der Großteil hat es nicht gekriegt. Das war brutal, das tut schon weh. Einzigartige Amateuraufnahmen vom Aufbruch einer ostpreußischen Bauernfamilie. Die Großmutter kann nicht mehr laufen, muss oben auf den Wagen. Der Verlust von Haus und Hof trifft die Alten besonders. Ich habe da meinen Großvater das erste Mal weinen sehen. So bitter.
werde ich nie vergessen. Er drehte sich immer wieder um, aber es gab kein Zurück mehr. Millionen sind auf sich gestellt. Im härtesten Winter seit Jahren, bei minus 20 Grad. Die Partei ist längst geflohen. Ich bin zur Kreisleitung gegangen und dachte, die werden einem nun sagen, was man machen soll und so weiter und wo Züge gehen und so. Und da war überhaupt niemand mehr, weil die waren als allererste getürmt. Auch Gauleiter Koch, der sich so gerne volksnah gibt, kehrt seinem Volk den Rücken, will sich selber retten. Koch flieht aus Königsberg in einen Bunker an der Küste. Von dort schickt er Funksprüche an Hitler: Ich kämpfe weiter. Die sowjetischen Truppen marschieren unaufhaltsam vorwärts. In manchen Frontabschnitten sind sie der Wehrmacht 20:1 überlegen. Am 21. Januar fällt Insterburg. Eine Stadt, die weitgehend vom Krieg verschont geblieben war. Das war so eine Wut, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir fühlten so ungeheuren Neid. Sie lebten doch so sehr im Reichtum und wir dagegen in Armut. Und dennoch haben sie uns angegriffen und versucht, uns des Letzten zu berauben. Bewegt von solchen Gefühlen treffen Rotarmisten erstmals in großem Umfang auf deutsche Zivilisten. Der erste Kontakt verläuft manchmal überraschend. In einer großen Wohnstube saßen vielleicht 30 Leute, vor Schreck erstarrt, draußen rollen die Panzer und dann huschte da eine Gestalt am Fenster vorbei, ein Russe. Todesstille. Der kommt rein, guckt ein bisschen verlegen und sagt: Uri, Uri, Uhren. Blitzschnell rissen alle, die irgendwas hatten, die Uhr von der Hand oder sonst wo, gaben dem einen Haufen Uhren. Und er hat sich sogar noch bedankt und ist gegangen. Wir waren völlig irritiert. Wir hatten gedacht, er schießt jetzt oder macht irgendwas. Gar nichts. Oft läuft es weniger glimpflich ab. Hinter der deutschen Frontlinie, auf verschneiten Straßen, nimmt die Tragödie ihren Lauf. Hunderttausende irren mit ihren Wagen durch das Land, weichen der nahenden Front. Doch viele große Straßen, die nach Westen führen, bleiben Flüchtlingen versperrt. Die Trecks, die wurden natürlich nicht da auf die Straßen zugelassen. Das war alles nur fürs Militär. Wir fuhren über Sturzacker, über Feldwege, durch Waldwege. Wir hatten gar keine Ahnung. Nur so ein bisschen nach dem Daumen gerichtet oder nach der Himmelsrichtung oder sonst was. Als erstes trifft es die Kinder. Die schneidende Kälte lässt ihnen keine Chance. Viele bekommen Fieber, fangen an zu zittern. Die Mütter müssen hilflos zusehen. Ich habe also viele Frauen gesehen, die ihre toten, erfrorenen Kinder getragen haben und die nicht loslassen wollten. Ist klar, nicht? Welche Mutter lässt denn schon gerne auch ihr Kind, wenn es nicht mehr lebt, dann nun einfach im Straßengraben liegen? Ostpreußens Alleen sind von Leichen gesäumt. Keine Zeit für ein Begräbnis. Keine Zeit zu trauern. Es hatte jeder mit sich selbst zu tun. Es wurde in Gebet gesprochen oder kurz Andacht, wie man so sagt. Und dann ist man weitergegangen. Dann wurde ein bisschen Schnee rübergeschüttet. Dann ging die Bett schon weiter. Es wurde kein Wort erzählt unterwegs, als wenn die sprachlos waren. Nur noch das eigene Leben war interessant. Es hat sich keiner mehr um anderen gekümmert. Nicht. Im großen Dreck ist jeder auf sich gestellt.
Oft bietet selbst die Familie keinen Schutz mehr. Die Brüder Gerd und Emil Schäffler, hier ein Bild aus sorglosen Tagen, verlieren im Dreck ihre Eltern aus den Augen. Dann kam die Tieflieger. Und die kamen ganz tief, ich habe noch hochgeguckt, mein Bruder auch. Und in dem Moment da hagelten die Bomben. Mein Bruder, der mich sonst immer beschützt hat, lag neben mir und naja, und ich habe geschrien wie am Spieß. Während der Dreck mit den Eltern weiterzieht, verblutet der Bruder in den Armen von Gerd Schäffler. Das vergesse ich nicht, das waren seine letzten Worte. Ich kann mir die Beine nicht mehr bewegen. Ich kann die Beine nicht mehr bewegen. Gerd, leg mal die Beine rum. Und dann dauert es nicht lange und er war still. Keine Zeit für Mitleid. Zwischen den Fronten werden ganze Trecks zerschossen und überrollt. Ja, auch ich bin sehr dicht an einem Pferdewagen vorbeigefahren und habe ihn wohl umgestoßen. Wir mussten vorwärts. Ob da Zivilisten noch am Leben waren oder nicht, hat mich überhaupt nicht interessiert. Wir mussten weiter. Ein Treck schafft im Schnitt 10 Kilometer am Tag. Die Spitzen der Roten Armee 35. Wenn die Panzer zu sehen sind, ist es schon zu spät. Wir saßen im Schützenloch, ein bisschen abseits von der Straße und konnten ansehen, wie das da auf der Straße zu sich ging. Es war furchtbar. Und dann trat eine Wahnsinnsstille ein. Nichts mehr war zu hören. Erst Geschrei fürchterliches Getöse. Und dann kam Wahnsinnsstille. Die Spirale der Gewalt. Damals dachten wir vor allem an die ungeheuren Verbrechen, die die Deutschen bei uns angerichtet hatten. Und das sollten sie jetzt auch erfahren. Zuallererst deutsche Soldaten. Mehr als 200.000 geraten allein in Ostpreußen in die Hände der Roten Armee. Zehntausende werden sofort erschossen. Verbrechen, die niemand ahndet. Es gab natürlich Ausschreitungen. Die jungen Soldaten, deren Familien umgekommen waren, deren Häuser zerstört worden waren, die hielten das alles nicht aus. Sie fingen an, in die Kolonnen deutscher Kriegsgefangener zu schießen. Das war natürlich schrecklich. Der Hass ist von Hitler und seinen Helfern gesät worden. Auf ihrem Vormarsch haben die Sowjettruppen überall Spuren deutscher Verbrechen gesehen. Verbrannte Erde, Millionen Opfer. Ursache und Wirkung? Ich habe mich um Kinder gekümmert, die aufs Grausamste von deutschen SS-Männern misshandelt wurden. Wenn ich daran denke, in einem Casino der Deutschen haben wir Mädchen gefunden, die vergewaltigt und umgebracht worden sind. Hitlers Vernichtungskrieg im Osten, der Wahn vom Lebensraum, hat mörderischen Rachedurst geweckt. Töte den Deutschen! Töte den Deutschen! Das war natürlich im Bewusstsein jedes sowjetischen Soldaten eingeprägt. Und wir wussten, Bewusstsein jedes sowjetischen Soldaten eingeprägt.
Und wir wussten nur zu gut, dass uns, wenn wir in deutsche Gefangenschaft gerieten, nichts Gutes erwartete. Doch es gibt auch andere Erfahrungen. Sowjetische Soldaten teilen ihr Essen mit deutschen Kindern. Momente der Menschlichkeit. Wir Kinder standen dann vielleicht 30, 40 Kinder, hatten natürlich alle Hunger. Und da wurde ich rausgepickt von einem Russen und durfte aus seinem Kochgeschirr mitessen. Und das durfte ich jeden Tag. Entweder hatte er zu Hause eine Tochter, der ich glich. Wir haben uns nie erklären können, warum ich da gefüttert wurde von diesem Russen. Die Wochenschau zeigt ihre eigene Wirklichkeit. Es gibt keine Nacht und keinen Tag mehr. Überall kann der Gegner sein. Überall treten ihm unsere Panzer und Grenadiere entgegen. Diese Tage und Wochen im Osten verlangen harte Herzen und harte Fäuste. Herzlose Propaganda. Kein Wort zum Schicksal der Flüchtlinge. Am 27. Januar, dem Tag, als Auschwitz befreit wird, erreichen sowjetische Panzer bei Elbing die Küste des Frischen Haffs. Die letzte Zugverbindung in den Westen ist abgeschnitten. Mehr als 2 Millionen Deutsche sind in Ostpreußen eingekesselt. Nur 2 Wege führen noch nach Westen. Entweder per Schiff über die Ostsee oder über das zugefrorene Haff auf die frische Nehrung, jenen schmalen Streifen Land, der sich vor Ostpreußens Küste erstreckt und den die Wehrmacht noch wochenlang halten kann, als Nadelöhr zur Freiheit. Die Nehrung, Sand und Kiefern, 70 Kilometer lang, ein paar hundert Meter breit. Fluchtweg für 1 Million Menschen. Mehr als 50.000 werden hier umkommen. Immer mehr Trecks strömen ans Ufer des Haffs. Vor ihnen liegt eine Eiswüste. Fast 20 Kilometer sind es bis zur Nehrung auf der anderen Seite. Das Eis ist an vielen Stellen brüchig und vor Tiefliegern gibt es keinen Schutz. Viele sind seit Wochen unterwegs. Von oben sind wir beschossen worden. Von Flugzeugen wurde ja wahllos dann zwischen die Menschen aufgeschossen. Und wissen Sie mal, man hatte so das Gefühl, man fährt bei Gewitter draußen. Es grollte und blitzte Tag und Nacht. Wagen um Wagen steuert aufs brüchige Eis. Eine Karawane der Angst. Immer wieder brechen Fuhrwerke ein. Dann plötzlich so ein Krach und der Wagen sank in Sekunden. Und das war eben etwas, was ich sehr schwer... Also erstmal, ich war erstarrt, ich war geschockt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte nur den Gedanken, du bleibst ganz alleine zurück, weil die Familie versank vor meinen Augen. Ich habe mich dann auf die Eiskante gestellt und mich etwas am Pferd festgehalten mit einer Hand und mit der anderen Hand rübergegriffen, weil meine kleinen Geschwister an Mutter vorbeigekrabbelt kamen. Und da habe ich dann rübergerissen auf die Eiskante. Und auf die Art kamen 3 rüber von den Kleinen. Und dann rutschten die Pferde ab und der Wagen ging unter. Und ich bin mit den 3 dann zur Seite und wir haben uns dann aneinander geklammert. Und völlig durchnässt kann sich die Familie retten. Doch mit dem Wagen sank auch die jüngste Tochter Heidrun ins eisige Wasser. Sie wäre bald 2 geworden.
am nächsten Morgen nach der Tragödie, da ist mein Vater auf das Eis mit so einem kleinen Rollschlitten. Und ich weiß, es war heller Sonnenschein und wir haben gezittert, dass die Russen, die Maschinen wiederkommen. Und er ist dahin zu dieser Unglücksstelle und hat das Kind aus dem Wasser geholt. Dann kam er zurück und bald danach ging das Schießen auch wieder los. Es war wie ein Wunder, dass sie ihn nicht geschossen haben, als er sich da auf dem Eis bewegte. Und da haben wir dann ein Grab geschaufelt und das Kind in so einen kleinen Teppich gerollt und da begraben. 6 lange Wochen ziehen die Wagen über das Haff. Von Januar bis März 1945. 6 Wochen zwischen Leben und Tod auf immer dünner werdendem Eis. Im Fuhrwerk hinter uns saß eine Frau im Wagen. Die Pferde lebten noch und die hatten ihre Schnauzen, also ihr Maul da, auf der Oberkante vom Eis. Und die prustet natürlich aufgeregt, die Augen ganz ausgequollen. Und man sah ja, dass die so, der Wagen geht ja nicht gleich unter, nicht? Der schwimmt ja noch ein bisschen, nicht? Und da lag die Mutter, oder besser, saß so im Wagen und hatte 2 Kinder und alle 3 waren tot. Und dann ging ein Mann vorbei, und das habe ich mit eigenen Augen gesehen, der hat der Frau noch den Ehering vom Finger abgezogen. Als das Eis taut, wird das Ausmaß der Tragödie offenbar. Das frische Haff, ein Massengrab. Wer überlebte, versucht es zu begreifen. Ein paar Meter weiter brach wieder einer ein. Und wenn man dann kamen Granaten, die schlugen noch ein. Das war wie ein Horrorfilm, in dem es keine Pause gibt, in dem es keine Halbzeit gibt, in dem es immer nur weitergeht, immer neue Eindrücke, dass man gar keine Zeit hatte, die alten Eindrücke zu verarbeiten. Nach einem Monat ist die Schlacht um Ostpreußen entschieden. Nur um Königsberg wird noch gekämpft. Hitler hat die Stadt zur Festung erklärt. Sinnloses Durchhalten. Sinnlose Opfer. Gauleiter Koch meldet Hitler, er kämpfe bis zum letzten Mann. Tatsächlich setzt er sich mit einem Eisbrecher, der Ostpreußen, nach Flensburg ab. Die Alliierten fassen ihn erst Jahre später. Heutzutage würde man sagen, Schwein. Ein Schwein in jeder Beziehung. Sich überhaupt nicht darum zu kümmern, was mit seinen Leuten passiert oder mit seiner Bevölkerung passiert. Für die Bevölkerung spielt sich der letzte Akt auf der frischen Nährung ab. Wie ein Strom von Lemmingen wälzt sich der große Dreck auf der einzigen Straße westwärts. Kälte, Hunger, Tod und immer wieder Bomben. Man stumpft ja so furchtbar ab. Man stumpft ganz ab. Man lethargisch, man lebt ohne. Einfach so, du lebst noch, heute lebst noch, morgen sicher nicht mehr. Nun, was kommt heute? Man denkt noch nicht mal, was kommt heute. Man schiebt nur die Füße vor sich her, da, wo man hingeschoben wird. Grenzerfahrungen zwischen Leben und Tod. Mit Landungsbooten rettet die deutsche Kriegsmarine Flüchtlinge vom Nährungsstrand. Zurück bleiben Tausende von Fuhrwerken, die Reste der Drecks. Man konnte es gar nicht überschauen. So viele Fahrzeuge standen da. Und da hatte ich eigentlich so zum ersten Mal das Gefühl, das ist Ostpreußens Reichtum. Das ist alles, was übrig geblieben ist.
Und da habe ich auch gedacht, und das verdanken wir diesem verfluchten Hitler. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich diese Verbindung begriffen habe. Ne? Über 2 Millionen Flüchtlinge werden übers Meer evakuiert. Die größte Rettungsaktion in der Geschichte der Seefahrt.